Yeah, Leute, willkommen wieder zurück zu Ratchet & Clank 2 Going Commando auf dem Planeten Barlo, wo wir immer noch die Wüstenfahrer suchen. Aber es gibt noch was richtig Geiles zu berichten. Ich habe jetzt nämlich nicht nur einen sogenannten, Thermonisator irgendwie so gefunden, also so ein, eine Waffe, die jetzt eigentlich keine wirkliche Waffe ist, sondern eigentlich ein Gerät, was in der Lage ist, entweder Wasser einzufrieren oder Eis zu schmelzen. Richtig praktisch, habe ich nämlich einem ehemaligen Angestellten von Gadget World, der hier sich selber irgendwie eingefroren hat, habe ich das abgekauft. Und was ich noch viel geiler finde, etwas weiter hier hinten gab es noch eine Roboterangestellte von Gadget World und die hat mir ein paar der alten Waffen aus dem ersten Teil einfach mal so für nichts verkauft, ja. Also ich habe mir für 0 Bolts, komplett gratis habe ich den Bombenhandschuh bekommen und auch den Wiesi-Bombenwerfer und für gerade mal 8000 Bolts gab es die Stromklaue zu kaufen. Einfach nur ultramäßig saugeil. Allerdings können diese Waffen leider nicht aufgerüstet werden, weil das ja Waffen aus dem ersten Teil sind, aber ich finde es umso geiler, weil ich die damals eben besessen habe, dass die hier nichts gekostet haben und die Stromklaue gleich mal um so vieles billiger hat im ersten Teil 40.000 Bolts gekostet und hier gerade mal nur 8.000 Bolts. Allerdings ist die dann auch nicht mehr so stark wie im ersten Teil. So, warte mal, ist jetzt hier die Plattform, kommt die, die kommt ja nochmal zu mir runter. Weil ich bin ja hier schon einmal drum herum gelaufen. Die Wüstenrennfahrer, die sind jetzt nämlich irgendwo hier hinten. Da war irgendwie so ein Typ. Glaube ich. Ja, da vorne ist er schon. Und genau hier ist, wie gesagt, die Lady, die uns ältere Waffen entweder umsonst gibt oder halt zu einem deutlich günstigeren Preis im Vergleich zum Vorgänger. Aber ich habe jetzt mal das geholt, was ich haben wollte und ansonsten werde ich jetzt aber erstmal wieder ein bisschen sparen. So, was ist denn mit dem los? Der hat irgendwie ein Problem, oder? Ich weiß nicht genau. Hey, wer hat dich hier reingelassen? Hau ab, sonst mache ich eine Radkappe aus deinem Roboter. Pass ihn an und du bist Hackfleisch! Oh Mann, kein Grund zum Schreien. Warum muss er gleich schreien? Hey Mann. Ich kann dich nicht hören, la 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 la. Nur den Kleinen hier. Sir, ist schon gut. Wir zwei sind auch Wüstenfahrer. Echt? Dann wisst ihr, dass ich sensibel bin. Aber sicher, Sir. Wir möchten nur zum Rennen. Na, ich leihe euch meine Bluebell. Aber seid vorsichtig. Sie braucht ein paar Reparaturen. Kein Problem, mein Bruder. Die Bluebell ist in guten Händen. So, allerdings müssen wir auch hier wieder mit dem Elektrolysator ran. Also dann. Schauen wir mal, wie schwer das hier wird. Aha, okay. So, das ist das erste Licht. Das zweite. Das dritte. Und das vierte. So, das fünfte kommt von hier. Das kommt so. Dann kommen hier zwei nacheinander. Wow, wow. Und hopp. Haha, geschafft. Ich lasse mich hier doch nicht verarschen. So, Hoverbike-Steuerung. Mit X beschleunigen wir, mit L1 aufgenommene Waffe abfeuern, mit R1 aufgenommen Turbo aktivieren. Das Rennen muss ich natürlich logischerweise gewinnen und dann bekommen wir was Geiles. Also dann, los! So, das ist hier ein bisschen actionreicher und schneller als, wow, als noch die Hoverboards-Rennen im ersten Teil. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist hier eine ganz andere Liga. So, ich sollte natürlich gucken, dass ich hier die ganzen Turbos irgendwie mitnehme. Ich bin leider ein bisschen aus der Übung. Habe den zweiten Teil schon etwas länger nicht mehr gespielt. Wow. So. Also wie gesagt, sofort, wenn ihr einen Turbo aufnehmt, am besten gleich mal zünden. Dass ihr einen Boost bekommt. So, und natürlich bloß nicht in irgendwelche Hindernisse reinknallen, weil sonst könnt ihr alles nochmal machen. Das wäre nicht so toll. So. Ah, da ist wieder so ein Ding. So, Runde 1 beendet. Wow, Alter, Vorsicht. Jetzt kommen wir. Alter,
Das geht hier richtig ab. Also das ist um einiges rasanter als die Hoverboard-Rennen im ersten Teil. Yeah! Juhu! Das macht richtig Fun. So, und ich bin Erster! Jetzt muss ich nur noch Erster bleiben! Hey, nein! Jetzt bin ich wieder Zweiter, verdammt nochmal! Ihr Mistkerle! So, komm schon! Turbo Power! Wow! So, komm, das schaffen wir, es ist ja noch eine Runde! Es ist doch noch eine Runde! Yeah! Turbo! So, Runde 2 beendet, wow, Vorsicht! So, vorsichtig, yeah, wow. So, ich bin Erster, aber jetzt darf mir echt nichts passieren, weil sonst bin ich erledigt. So, Vorsicht. So, Turbo wieder gezündet. Wow, das war knapp. Das war sehr knapp. So, So, bloß nicht in diese Viecher reinfahren, weil sonst ist es auch nicht gut. So. Oh, Scheiße! Fuck nochmal! Das war jetzt echt blöd! Och, Mensch! Verdammt, warum musste ich da jetzt reinkrachen? Fuck! Du hast den vierten Platz, ey, wie scheiße! Oh Mann, das ist gemein! Hauptkennen Turbos wird Preis unbekannter noch einmal! Ist das scheiße? Ich rede noch davon, jetzt darf mir nichts passieren. Was passiert? Wir fahren voll in so eine Wand rein. Ratchet, warum hast du das gemacht? Du Vollidiot. Das wollte ich nicht. So ein Scheiß. Das war ja wieder typisch, dass mir das passiert. Das ist so ätzend. Warum? Frechheit. Oh, ich hätte da den Turbo nicht zünden dürfen, oder was weiß ich. Was mein wirklicher Fehler war. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Hey, der Witzka. Der war da voll in die Wand reingefahren. Wie kann man nur so blöd sein? Ratchet. Wieso tust du mir das an? Warum denn nur? Wir waren fast im Ziel und dann boom. Hey, wo kommst du her? Hey, was soll das? Turbo. Turbo Power. So, Runde 1 beendet. Hier, diesmal passe ich aber besser auf. Mann, ey, das ist aber... Nee, da trägt mich schon ein bisschen auf, weil das hätte so wunderbar hingehauen beim ersten Versuch, aber nö. Wir müssen natürlich in eine Wand reinknallen, weil es ja so einen Spaß macht. Ich fass es ja nicht. Wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man so ungeschickt sein? Wieso ist das passiert hier schon wieder? Ah ja, die Stelle war das, okay. Gut, merke ich mir. Dass ich da vielleicht besser kein Turbo zünde. Lieber auf geraden Strecken ist irgendwie besser. So. Turbo Power. So, ah, gut, jetzt sind wir. Wow. Vorsicht. Und noch ein Turbo. So, Runde 2 beendet. Hopp. So, noch ein Turbo. Komm schon, die dürfen nicht aufholen. Die dürfen bloß nicht aufholen. Hey, ey, geil. Hab ich jetzt gerade einen überrundet? Ich glaube, ja. Ich habe einen überrundet. Tatsächlich, ich überrunde die Trottel gerade. Wie schlecht sind die eigentlich? Ist ja geil. So, yeah, Turbo-Action. So, jetzt passe ich lieber wieder auf. Wo hier war das jetzt? Ja, genau hier. Oh, voll fies. Ich wollte den Turbo einsammeln und dann volle Kanne daneben. So. Diesmal schaffe ich es aber. Bitte. Es darf nichts schief gehen. Bitte nicht. So, komm, wir sind gleich im Ziel. Da ist das Ziel, davon ist das Ziel. Und komm. Yes! Du hast den ersten Platz. Na also, geht doch. So muss das laufen. Warum nicht gleich so? So, jetzt können wir noch schauen, wann die anderen reinkommen, aber das ist mir egal. Echt cooles Rennen, Alter. Hier, nimm den Helm, dann sehen die Jungs, dass du einer von uns bist. Danke, Sir. Oh. Da kommt eine Nachricht vom Boss. An alle geschätzten Halsabschneider. Als erstes, wer es noch einmal wagt, meine Schokolade im Pausenraum aufzuessen, der sollte sich besser warm anziehen. Kapiert? Hey, mach die Lichter aus! Ein schlechtes Feng Shui.
Außerdem wurde unser Raumtreffpunkt verlegt, und zwar ins... Und jetzt hört gut zu, ihr Nullen. Felsonsystem. Sektor 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ihr nicht zählen könnt, lasst euch von einem Kollegen helfen. Und der Firmenausflug findet am Sonntag statt. Denkt dran, eure eigene Limo mitzubringen. Hey! Das habe ich gesehen, Kletus. Das gibt eine Verwarnung für dich. Keine Angst. Der Boss schreit nur, weil er uns lieb hat. Ja, Sir. Ich spüre seine Zuneigung. Hast du diese Übertragung gesehen? Nicht wirklich. Wir sollten diesen Treffpunkt überprüfen. Ja, vielleicht fangen wir ein paar Übertragungen ab. Koordinaten des Schlägertreffens im Quadranten 32A heruntergeladen. Aber ich kann auch hier beim Hoverbike-Rennen noch ein paar andere Preise gewinnen. So, seht mal, wir haben jetzt hier vorhin, das war die Amateurbahn, ne? Hauptcanyon offen, Turbos verfügbar, Preis 250 Bolz, das haben wir ja schon gehabt, da haben wir gerade gewonnen. Das war die Herausforderung 1, dann Herausforderung 2 ist die mittlere Bahn, Hauptcanyon offen, Waffen, Turbos verfügbar, Preis 2000 Bolz. Und die Vukova-Bahn ist noch gesperrt, da kriegen wir aber 3000 Bolz. Ich probiere jetzt mal hier die mittlere Bahn zu schaffen. So, und seht mal, hier gibt es jetzt auch Waffen. Haha! Die gab es nämlich vorher noch nicht. Hui! Bam! Zack! Ey, da kann ich voll die Gegner einfach mal so wegballern. So. Ich glaube, das war dieselbe Strecke eh nochmal, nur halt diesmal auch noch mit Waffen. Ja, wie zum Beispiel auch so eine Elektrobarriere. Hey, was bist du hier, du Penner? Verpiss dich, lass mich vorbei! Map, map! Jetzt kommen wir! Oh, Vorsicht! Ja, ey, beinahe wäre ich in das Vieh reingefahren, aber nur beinahe. So, komm mal, ich brauche eine Turbo, verdammt, jetzt hat mich der schon wieder überholt. Und der auch! Und der auch! Mann, was soll denn das hier? Jetzt reicht's aber mal! Turbo-Action! So, jetzt sind wir eine Turbo nach den anderen, verdammt! So, jetzt bin ich wenigstens wieder Erster. Na. Ihr könnt mich mal von hinten sehen. Also am besten zündet dann wirklich, wenn's nicht gefährlich ist, eine Turbo nach dem anderen. Dass man wirklich schön immer einen Boost bekommt. Oh, ich habe einen richtig geilen Vorsprung. Super. So, die Blitzwaffe, die behalte ich mir, sollte irgendeiner so blöd sein und mich überholen wollen. Hey, geil, ich habe sogar ein Schutzschild. Yeah. Ich habe ein Schutzschild, die können mir nichts. So, Turbo-Action. So, Runde 2 beendet. Jetzt kommt noch die letzte Runde und dann habe ich gewonnen, wenn nichts passiert. Wenn nichts passiert, ne? Das habe ich ja vorhin auch geglaubt, dass mir nichts passiert und dann boom. Volle Möhre in die Fressröhre. Oder besser gesagt, ganz rasant gegen die Wand. Das war nicht schön. Nee, das war einfach nur doof. So, aber ich habe jetzt schon so einen geilen Riesenvorsprung. Die haben keine Chance mehr. Die können mich im Prinzip nicht mehr einholen. Wenn ich nicht jetzt irgendwo reinknalle, dann habe ich so gut wie gewonnen. So, komm schon, das schaffen wir. Das schaffen wir. So, weil hier vorne ist das Ziel. Komm schon, Turbo. Und du hast den ersten Platz. Glückwunsch, du gewinnst 2000 Bolts. Ja, Mann. Richtig geil. Super. So, und die Vukova-Bahn. Hauptcanyon und Höhlen offen. Waffen und Turbos verfügbar, Preis 3000 Bolts. Und dann hätten wir hier noch die Angriffsbahn. 4000. Ich probiere auch noch die Vukova-Bahn aus. Also Höhlen geöffnet bedeutet jetzt ganz einfach nur, dass wir hier Abkürzungen nehmen können. Das sehen wir eh auf der Karte. Da gibt es irgendwo eine, wow, eine Abkürzung. So, die habe ich mal voll weggebrutzelt. So, Turbo! Ja, hier, da drüben zum Beispiel. Habe ich jetzt aber leider gerade verpasst gehabt. Boah, ich bin... Was? Ich bin Neunter? Alter, ich bin so weit dermaßen weit hinten. Das ist ja übel. Das geht ja mal gar nicht. Wo sind die denn? Wo sind die alle? Ach,
Die kommen hier alle raus. Okay. Turbo! So, Runde 1 ist jetzt beendet. Ey, wo sind die alle? So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier auch mal rechts abbiegen kann. Also irgendwo hier drüben. So, wo ist denn das jetzt? Hier, hier. Haha. Ja, wow. Hui. Ach du Scheiße. Bin ich ja noch nie gefahren. Wenn, dann kann ich mich nicht daran erinnern. Das war jetzt eng. Ey, geil. Wie so ein Maschinengewehr. Voll abgeballert. Ich bin immer noch Sechster. Ey, wo sind die alle? Die sind alle da vorne. Unglaublich. Vielleicht hätte ich schon ganz am Anfang die Abkürzung nehmen müssen. Hätte ich natürlich mehr aufschließen können zu denen. So, ich fahre jetzt wieder hier lang. Es sei denn, ich knall jetzt irgendwo rein, dann habe ich verloren. Yeah! Zack, und schon bin ich Erster! So geil ist das, so macht man das. So wehe, wenn mich jetzt noch irgendeiner überholt, dann werde ich aber echt sauer. Das sollte keiner probieren. Denn ich will gewinnen! Und yes! Glückwunsch, du gewinnst 3000 Volt, du hast den ersten Platz! Geil! Yeah, geile Siegesfanfare. So, und jetzt haben wir hier noch die Angriffsbahn. Hauptkennen und Höhlen offen, Waffenturbos verfügbar, Rennfahrer greifen Ratchet an, Preis 4000 Volts. Und dann gibt es noch die Expertenbahn. Boah, 6000 Volts. Ah komm, die Angriffsbahn probiere ich jetzt aber auch noch. Es geht halt um viel Geld. So, das heißt, die Gegner haben vorhin keine Waffen eingesetzt. Ich aber durfte das. Und jetzt dürfen die das auch. Müssen natürlich aufpassen. So, hier, zack, für dich. Was für ein Opfer. Ey, warum verwenden die auch die Abkürzung? Ist ja... Naja, gut. Warum denn nicht? So, Turbo. Turbo! Hey, cool, ich bin Zweiter. Und oh oh, ich wurde anvisiert, aber... Ah, gut, hat scheinbar nicht funktioniert. Weil ich ihm davon gesaust bin. So, na warte. Und bam. So, hey cool, ich bin Erster, brauche ich ja gar nicht ballern. Lieber Turbo zünden. Lieber die Turbos. So, hoffentlich schaffe ich das in meinem ersten Versuch. Wäre geil. So, wow. Wow, 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 Vorsicht. Nee, 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 hier sieht mich keiner von euch an. Hätte mal voll vergessen. Kann ich nicht nach... Ah, es wäre so geil, wenn ich nach hinten schießen könnte, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu fies. Ah, jetzt habe ich ein Schild. Das heißt, jetzt können die mich überhaupt nicht angreifen. So, was macht der Penner hier abgeballert? So, der ist auch weg. Ey, wieso bin ich hier schon wieder Zweiter? Wo kommt denn der her? Fiesmann. Nein, 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 nein. Bloß nicht. Das wagst du nicht. Turbo! Haha, kommt davon. Voll Idiot. Ey, wo kommst denn du jetzt schon wieder her? Du Arsch, wow. Aha. Ich bin immer noch Zweiter, wieso? Warum? Ey, Vierter! Fünfter! Was ist hier los? Zweiter. Erster. Ah, jetzt bin ich wieder Erster. Na, 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 na. So, jetzt muss ich noch Erster bleiben. Bitte auch, nö. Nein! Nein! Oh, shit! Ich bin immer noch Erster. Noch bin ich Erster. Ich habe eine fiese Elektrowaffe. So. Jetzt habe ich noch eine Rakete. So, komm. Letzte Runde. Ich will ins Ziel kommen. Bitte schnell, 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 schnell. Turbo, Turbo, Turbo und... Jawoll! 4000 Volts gewonnen. Erster Platz. Na, ich kann es ja doch. Ich habe es ja doch drauf. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und was gab es jetzt hier noch? Die Expertenbahn. Hauptkennen und Höhlen offen, Waffen und Turbos verfügbar, Rennfahrer greifen Ledger an, Preis 6000 Volt und dann gibt es sogar noch, achso, nee, das ist die letzte Bahn. Leute, die letzte Bahn, die probieren wir auch noch, schnell. Die Expertenbahn. Wenn schon, denn schon, hä?
So, gib mal ein Schild, dass die nichts können und Turbo-Action. Bam. Und boom. Und zack. So, ich nehme natürlich wieder die Abkürzung, ist eh klar. Alter, ich bin Zehnter, ey. Was ist denn hier los? Naja gut, Expertenbahn hat... Aha. Ey, cool, jetzt bin ich auf einmal Dritter. Das ging jetzt aber schnell, hey. Vierter, fies. So. Schon besser. Nein, 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 lass das. Wer war das? Kommen die denn alle her? Turbo! Und nochmal Turbo. Boah, fies. Wer hat mich da abgeballert? Wer war das? Wer war das? Der kriegt aufs Maul. Aber hallo. Das mache ich ja mal gar nicht. Was? Turbo? Yeah. Das haben die sich so gedacht. Ich bin schon wieder so weit hinten. Was ist denn hier los? Die Expertenstrecke geht jetzt ganz schön in sich. Ja, sollte ich es jetzt nicht schaffen, dann probiere ich das irgendwann ein anderes Mal aus. Also ich bin schon wieder nur Dritter. Ich will nicht Dritter werden, ich will Erster werden. Ich will auch Erster sein. Sonst kriege ich die Bowls ja nicht. So, immer noch nur Dritter. Bam! So, das kommt davon. So, ebenfalls abgeknallt. Nein, 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 nein! Voll in der Luft. Was für ein Arsch. So, zweite Runde beendet. Ich werde euch alles sowas von fertig machen jetzt. Nein, ich hab da... Mann, ich wollte das doch erwischen. Nein! Nein, 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 nein! Oh, fies! Ey, diese Säcke! Oh, nee, das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich nicht. Und meine Nase juckt, ich kann mich gerade gar nicht kratzen. Fünfter. Ey, wie kann man nur Fünfter sein? Ist das schlecht? Sind die alle? Ey, das schaffe ich nicht mehr, Leute. Die sind schon viel zu weit vorne. Verdammt. Warum haben die mich alle überholt? Nur weil die mich abgeknallt haben, diese Wichser. Du hast den vierten Platz, aber leck mich am Arsch. Nur jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich echt keine Lust mehr. Ich habe über 19.000 Bolts wieder zusammen. Das ist okay. Ich habe mir schon gedacht, dass die Expertenbahn ein bisschen zu heftig werden würde. Ah, na, was soll's. Leute, das war's mit der Rennstrecke hier. Es ist jetzt aber schon noch Zeit für den Part, also keine Angst. Aber das war ganz schön actionreich, oder? So, okay. Wir fliegen los. Wir fliegen zum zu diesen komischen Dingsbums da, wo die sich treffen. So, und zwar zum Schlägertreffpunkt im Felsinsystem und die Platinbolts, die hole ich mein anderes Mal, habe ich jetzt echt irgendwie gerade echt keinen Bock drauf. So, besiege die Halbsabschneiderschiffe und es gibt einen Platinbolt. Na gut, los geht's. Felsinsystem. Wir werden angegriffen. Sie kommen näher. Hoffentlich funktionieren die Waffen. So, besiege die Halsabschneiderschiffe, zerstöre alle die Halsabschneiderschiffe im Sektor und verhindere ihr Treffen. Okay. So, ist dasselbe wie was wir schon einmal kurz hatten. Die Steuerung ist genau gleich. So. Aber wo sind die denn eigentlich? Wo versteckt ihr euch? Ich finde euch schon. Ach, hier. Da sind die, ja. Wow. So, feindliche Schiffe. Na, über 20. Achso, ja, mit Kreistaste waren ja die Raketen abzuschießen. So, Raritanium wieder erhalten. Sehr gut. Nur gucken, dass ich bloß nicht... So, komm. Ja. Yeah. So, ich glaube, auch hier gab es mehr als nur eine Gegnerwelle. Gab es, glaube ich, mindestens noch eine zweite. So, noch 14 feindliche Schiffe. Wow. Vorsicht, Kumpel. Das machst du nicht nochmal.
So, noch 13. Wow. Man hat doch mal, könnte mal stillhalten. So, noch 12, noch 11. Da sind ja auch noch welche. Hier. So. Turbo. Ich krieg dich. Und zack. So, nur noch 10. Nur noch 10. Lebensenergie sieht noch ganz gut aus. So, jetzt haben wir halten. Wow. Alter. Die können echt nicht stillhalten. Die sind viel zu schnell teilweise. Noch 8 feindliche Schiffe. So, noch 7. Noch 7. So, komm her. So, nur noch 5. Nur noch 5. Da ist einer. So, noch 4. Da ist einer. Komm her. Kommst du her? Hey, kommst du her? So, noch 3. Noch 2. So, und geschafft. So, da kommt die zweite Welle. 25 weitere feindliche Schiffe. Fies. Boah, ist klar. Ey, meine Lebensenergie. Was soll denn das? Wow. Habt ihr das gesehen? Die haben ja einfach hier mal alle auf einmal geschossen, diese Bastarde. Ey, ich brauche einen Schutz. Ey, das geht so nicht. Das verkacke ich jetzt. Garantiert. Ey, könnt ihr mal aufhören? Los, komm. So, Raetanium erhalten ist... Ich brauche ein Schild. Ich brauche ein Schild, weil sonst bin ich erledigt. Verdammt. Warum haben die mich jetzt so oft getroffen? Raketenmunition erhalten, ja, schön. Raetanium erhalten. Ich brauche ein Schild, verdammt. Ich brauche ein Schutzschild. Ich bin fast erledigt. Ich sehe die immer nur schießen, aber ich sehe die selber nicht. Ah, komm her. Kommst du ja. So, komm. Bam. So, schon wieder nur Raretanium. Mann, oh. Warum kriege ich hier kein Schild? Das gab's doch in der anderen Sache da. Also bei dem Magda Resort kurz davor. Habe ich da auch mal ein Schild bekommen. Wo sind die denn alle? Wo verstecken die sich? Da ist einer. Tot. Ey, Leute, ich glaube, das werde ich verkacken. Das werde ich fix verkacken. Ich bin ja fast... Ich bin ja fast tot. Warum kriege ich denn jetzt kein Nee, das sind wir noch nur Raretanium. Ich dachte, die kriegen ein Schutzschild. Aber ich kriege irgendwie keinen. Es sind immer noch 10 feindliche Schiffe. Das schaffe ich nie. Das schaffe ich nicht. Alter. Hör dir mal auf mit dem Scheiß! Ah, eine ganze Schilde halten. Boah, jetzt bin ich kurz geschützt. So, komm, jetzt muss ich die aber erledigen auch. Kommst du her? Kommst du her? So, das habt ihr jetzt so gedacht hier. Mich hier abknallen, jetzt bin ich aber schon wieder schutzlos. Shit. Ey, ich bin so tot. Ich bin gleich so tot. Nur noch 3 Schiffe, aber die bringen mich jetzt garantiert um. Fix. Die bringen mich jetzt fix um. Kann ich das alles nochmal machen? Mann, ich brauche nur ein kurzes Schild noch. Das wäre so gut. So, wo sind denn die jetzt? Da unten irgendwo. Da, komm. Ja, ich habe keine Raketen, verdammt. Shit. So, einer noch, komm. Wetten, der bringt mich jetzt um, der bringt mich fix um. Der letzte. Ach, geschafft! Ich hab's geschafft! Haha! Oh yeah! Ich hab's vielleicht drauf. Voll drauf. Ja. Eine große Herausforderung, aber nichts, was ein Genie... Warte mal. Ich empfange eine Nachricht. Zum 5. und letzten Mal. Ich habe hier ein R-Gespräch von einem Herrn D.U. Bistran. Nehmen Sie es jetzt an oder nicht? D.U. Bistran? Ich nehme das als ein Ja. Vielen Dank. Du Idiot! Oh. Ich bezahle für eure Dienste und eure vollkommen bescheuerten Mitarbeiter machen ein Picknick! Hey, das ist gut fürs Gemeinschaftsgefühl. Genug! Ich bin am Treffpunkt. Wenn deine Leute nicht bald hier sind, kannst du unsere Vereinbarung vergessen. Ach ja? Sie können mich mal am, Sie wissen, was ich meine. Verdammt. Hast du den Ursprung? Koordinaten programmiert. Wir sind schon unterwegs.
So, Glückwunsch, du kannst dir eine neue Herausforderung aussuchen, in der du weitere Bolts gewinnen kannst oder zur Galaxiekarte zurückkehren. Koordinaten von Kanalstadt auf Planet Notak heruntergeladen, aber wir fliegen erstmal weiter zum Planeten Notak. So, Kanalstadt Notak, ein toller Name, oder? Kanalstadt, naja. So, was müssen wir hier machen? Durchsuche Kanalstadt nach dem Dieb und erkunde die Promenade. Da gibt es 3 Platin-Bolts, wow. Na dann, bitteschön. Und, wie ist der Empfang hier so? Wir kriegen Sport, Wetter... Oh, der Wissenschaftskanal. Schalt weiter. Hey, was ist das? Planet Notak. Wieder zu spät. Wir kommen immer zu spät. Warum bloß? Na gut, sehen wir uns mal um und finden raus, wo er hin ist. Puh, das war jetzt aber echt knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das doch noch schaffe. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum dieses eine kleine Video von vorhin gerade eben, da wo man Captain Quark gesehen hat, warum das komplett stumm war. Das war ja ohne Ton, also es tut mir echt leid, das hatte ich beim ersten Mal durchspielen auch schon. Es kann nur, weiß nicht, ein Fehler auf der Disc sein oder irgendwie. Auf jeden Fall, da müsste doch sicher irgendwer was gequatscht haben, aber man hat ja gar nichts gehört. Das finde ich ein bisschen sehr schade. Hätte gerne gewusst, was da gesagt worden wäre, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich normalerweise stumm ist. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Aber okay, Leute, ich würde vorschlagen, das reicht für den Part hier. Und im nächsten erkunden wir dann Kanalstadt auf dem Planeten Notak. Sieht ja eigentlich ganz schick aus hier. Erinnert ein bisschen an Blackwater City. Naja gut, also bis zum nächsten Mal bei Ratchet & Clank 2, Leute. Es ist noch lange nicht vorbei. Macht's gut, Leute. Tschüss.